Hallo liebe Piraten, naja, liebe Aufrufer und liebe Piraten, aber doch angesichts der Tatsache, dass heute der Bundesparteitag der Piraten ist, der als ein Programmparteitag angekündigt worden ist und den ich Volkshochschule genannt habe, und das meine ich gar nicht mal ironisch, sondern das ist ja im Prinzip ganz in meinem Sinne, denn bereits vor der Bundestagswahl 2009 habe ich entwickelt und vorgeschlagen, bei den Piraten eine Piratenstiftung zu gründen, ein Bildungswerk der Piraten, wofür auch öffentliche Mittel im Prinzip in Aussicht stehen. Daraus ist bis heute nichts geworden. Es gibt wohl schon irgendwelche Verhinderer eines solchen Piratenwerks. Es gibt auch wohl schon Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Gut, also Volkshochschule in Bochum. Und aus den Nachrichten wissen wir, es sind also etwa 1500 aktive, akkreditierte, stimmwahlberechtigte Piraten in Bochum. Und dann habe ich hier heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die eine neue Linie anschlägt hier in der Berichterstattung über die Piraten. Das will ich ganz kurz vorstellen und kritisieren. Einmal ist also eine Neuigkeit quasi seit gestern, das wird hier berichtet. Piraten dürfen in Niedersachsen antreten. Das war also in der Vorankündigung in den Massenmedien in Deutschland die ganze Zeit. Die Piraten sind am Boden. Ihre Landesliste für Niedersachsen wird abgeschmettert. Jetzt hat also der Wahlleiter die zugelassen. Und das steht nun heute in der Zeitung. Und angeblich hat also der unsägliche Bundesvorstand des großen genialen Kassenwartes Bernd Schlömer, Geheimnisträger der Bundeswehr, gestern Abend mit sogenannten Basispiraten überlegt, ob sie diesen Vorstand jetzt bis zur Bundestagswahl belassen, statt eine Personaldiskussion und eine verbesserte Vorstandswahl zu machen. Das ist immer in der Abstimmung einer parteiinternen Demokratie eine Mehrheitsfrage und in diesem Falle natürlich nicht die Mehrheit der Piraten, sondern die Mehrheit derjenigen, die beim Bundesparteitag sind und die dann darüber befinden können, während ja andere Abstimmungsverfahren bei den Piraten ja wirklich kriminell sind. Das sogenannte Liquid Feedback Tool besteht ja ähnlich wie hier die Wahlzettel bei den Piraten, wo immer Gruppen wählen können. Also jeder Pirat hat nicht eine Stimme, sondern er hat immer 8 Stimmen. Und da die sich verabreden vorher, können sie dann schwerpunktmäßig immer wieder die gleichen wählen. Das ist eine Art Blockwahl, die aber nicht offen ist. Das ist überhaupt nicht transparent. Aber noch schlimmer ist es dann beim Liquid Feedback. Und das ist hier dann meine Kritik an dem Artikel, der hier im Feuilleton heute ist. Also sie bringen einen neuen Namen. Ich kritisiere das jetzt nicht weiter, weil ich keine Zeit habe, das zu überprüfen. Hier ist ein neuer Name, Autor von Laura Sophie Dornheim, naja, Marie-Katharina Wagner lässt grüßen, Frau Dornheim, strengen Sie sich an. Also die albernen Piraten, heißt das mit der Überschrift, hier am Samstag, 24. November 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuilleton. Und hier werden 3 Punkte angesprochen, ich sage mal den wichtigsten, der wirklich Aufmerksamkeit verdient. Weshalb hier auch dieser Artikel wieder völliger Unfug ist, es wird nämlich dann Folgendes gesagt. Man muss nicht unbedingt die Antragsteller, mit Sicherheit aber die Gepflogenheiten der Piratenpartei, kennen, um zu wissen, dass hier nicht Trolle am Werk sind. Genau, liebe Autorin hier der FAZ, da irren Sie sich. Wenn ich mir angucke, wer hinter was steckt einerseits und auf der anderen Seite was herauskommt, nämlich keine Piratenpartei, sondern eine Bernd Schlömer-Partei zwischen Jugend forscht und Volkshochschule, CDU und SPD, also eine Blockpartei, die sagt, wir sind koalieren mit anderen, klar machen zum Ändern, haben die längst vergessen. Das ist das, was dahinter steckt, wenn die hier sagt, man muss nicht unbedingt die Antragsteller mit Sicherheit, wer dahinter steckt, kennen. Das sollte man wissen, und wenn das nicht transparent ist und gar nicht erkennbar wird bei diesen ganzen Antragsgeschichten, dann geht da schon
die undemokratische Grundstruktur und einschließlich des faschistoiden Liquid Feedback Tools geht zu den Brüchen, also in die Brüche sozusagen. Und der Artikel bringt das hier nicht. So, das andere ist dann, was ich hier loben möchte, ist das erste, nämlich die Feststellung, es sind viel, viel mehr Männer, fast keine Frauen bei den Piraten. Und das wird zwar nicht in den Zusammenhang gestellt, aber es wird hier unter der Überschrift schon gesagt, alberne Piraten. Und es wird dann näher ausgeführt, da gibt es Humor. Also, es wird nicht zugespitzt gesagt, aber es wird argumentiert, es gibt fast keine Frauen, aber es gibt Humor. Dass das ein Zusammenhang sein könnte, hat jetzt hier, figuriert ja wohl auch eine Frau als Autorin, hat die nicht gemerkt, aber sie dürfte sich fragen, ob sie bei der Piratenpartei ist. Also wenn sie den Humor hier hervorhebt, vielleicht ja selbst eine Frau mit Humor ist, ist sie nicht bei den Piraten. Also bei den Piraten sind Menschen mit Humor, das sind Männer. Das ist nicht sexistisch von mir, sondern das ist hier im Grunde impliziert, ohne dass vielleicht der Schreiberin das so klar ist. Also bei den Piraten gibt es Spaß und Humor, Albernheit, Prise Albernheit und so. Und das ist gut so, schreibt sie hier auch. Ja, das finde ich auch gut. Und das andere, was dann hier gesagt wird, was ich auch wichtig finde, das ist diese PET-Arbeit, dezentrale Online-PET-Arbeit. Gemeinsam edierbare Online-Dokumente werden Informationen und Meinungen gesammelt, sortiert und ausformuliert. Die ständige Interaktion über Twitter, naja, und andere Kanäle bildet Vertrauen und legt den Grundstein für die Arbeit. Nein, also diese Arbeitspads sind wirklich gute Echtzeitmedien, nicht zu verwechseln mit E-Voting, ja oder nein, und schon gar nicht zu verwechseln mit dem manipulierten Liquid Feedback, aber diese Pads sind ein Segen und sie sind eine Integrierung in eine Parteiarbeit der heutigen IT-Revolution. Das machen die Piraten und zwar tatsächlich schon einige Jahre und das ist eine gute Sache. Und das andere, was hier auch hervorgehoben wird, gerade die Möglichkeit, auch als einfaches Mitglied die Ziele und Inhalte der Partei mitbestimmen zu können, motiviert zahlreiche Menschen aller Altersgruppen und Schichten, sich in teils hochkomplexe Sachverhalte einzuarbeiten und politisch zu engagieren. Unbezahlt. Das Engagement, das Tausende von Piratinnen und Piraten in die inhaltliche Arbeit stecken, beweist, wie ernst es ihnen damit ist, neue, andere, vor allem Politik zu machen. Wir wissen, welches Potenzial wir haben, sagen die Piraten. Deshalb dürfen wir bei all der Arbeit auch ab und zu an einen Witz machen. Wenn wir mit der Zeitmaschine unsere Fehler ausgebessert haben, stellen wir sie auch gerne anderen Parteien zur Verfügung. Vielleicht haben sie dann auch mal wieder was zu lachen. So, und das ist hier die Tendenz, die da drin steckt. Ja, die Piraten machen tatsächlich Gemeinwohlarbeit. Das ist nämlich das, was auch der Hypochonder meinte, der Johannes Hypochonder, als er gesagt hat, wieso? Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten sind gesellschaftliche Arbeit. Ich bin kein Hartz-IV-Schmarotzer, sondern ich mache Arbeit. Es gibt eben die Definition von Arbeit, nicht nur bezahlt und unbezahlt. Das eine ist Arbeit, das andere ist nicht Arbeit. Es gibt auch nicht nur langweilige 1500 Seiten Abhandlung von Karl Marx über die gesellschaftliche Produktivität von verschiedenen Berufen. Ja. Prostituierte oder, wie Karl Marx auch sagt, zum Beispiel Kriminelle und Verbrecher sind in der Gesellschaft kreative Arbeitgeber von Polizisten, Geheimdiensten, Spionen und so weiter. Das fließt dann bei Marx nicht in die Mehrwerttheorie ein, was ein Mangel der Mehrwerttheorie ist, Kreativität. Aber gesellschaftliche Kreativität durch deviantes Verhalten, kriminelles Verhalten und so, das ist im Prinzip soziologisch oder anthropologisch gesehen und gesellschaftspolitisch gesehen ein ernsthaftes Argument. Also insofern, die Piraten machen mit ihrer ehrenamtlichen Piratenarbeit gesellschaftlich wichtige Bildungsarbeit. So, da schließt sich mein Kreis. Das wird hier auch ausgedrückt. Aber, dass dahinter Leute stecken, die sozusagen die Grundlage für unser Blockparteiensystem des Stamokap-Kapitalismus steckt, statt einer kritischen Oppositionsqualität. Das ist das, was ich bemängele, weshalb ich meine, die Führung muss ausgetauscht werden, denn diese Führung macht diese Lahmlegung der politischen Relevanz, der Kritik, der Opposition, der APO und auch der IPO. Und das ist hier mein Beitrag. Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat heute zum Piratenparteitag in Bochum
zwei eigentlich ganz interessante Artikel, während hier also tatsächlich die Idee, wer dahinter steckt, sei nicht interessant, natürlich absurd ist. Hätte das jemand heute über die Nazizeit gesagt, ja, da werden also kapitalistische Industrieclub-Finanzierungen für Adolf Hitler gestrickt, aber wer dahinter steht, ist nicht interessant und so weiter und so fort. Also schönen Dank für den Aufruf und Piratenparteitag in Bochum mitmachen, hingehen und gucken.